Mit dem Motorrad machen wir uns heute auf zum Vipassana-Tempel, eine kleine Pagode, die von den Touristen völlig unberührt ist. Am Weg sammeln wir noch ein paar Eindrücke von der Uferpromenade von Kep und den davorliegenden kleinen Inseln. Nach einer doch anstrengenden Fahrt über holprige Straßen voller Schlaglöcher erreichen wir unser Ziel. Nachdem wir selbst keinen Zugang zum Tempel gefunden haben, hat sich eine junge Frau mit ihrem Baby bereit erklärt, uns zum Tempel zu führen. Und so beginnt der steile Aufstieg zur Vipassana-Pagode. Eine wunderschöne Pagode, die wir völlig ungestört besichtigen können. Hinter der Pagode erhebt sich der Regenwald. Von der Terrasse der Pagode aus hat man einen fantastischen Blick auf den Golf von Thailand. Aber dann ist das sicher nicht Phuket, dann ist das Mango Island, oder? Ich glaube ja, ja. Na, das ist sicher Mango Island. Darüber, welche Insel welche ist, sind wir uns noch nicht im Klaren. Bergab geht es dann doch etwas leichter als hinauf. Die junge Frau, mit der wir uns eigentlich ausschließlich über Zeichensprache verständigen konnten, führt uns nun noch zu einem kleinen Meditationstempel, den wir selbst mit Sicherheit nicht entdeckt hätten. Er liegt total versteckt mitten im Regenwald, nur einige hundert Meter von der Pagode entfernt. Liebevoll ausgestattet, beeindruckt er vor allem mit den Wandmalereien. Und auch Schmetterlinge kommen scheinbar gerne auf einen kleinen Rundflug hier vorbei. Und mit einem letzten Blick auf die Vipassana-Pagode beenden wir unseren Besuch hier.